Also das Thema Feminismus, Gleichberechtigung ist natürlich erstmal schon viel älter als die Grünen. Das heißt, die Grünen sind ja 1980 gegründet worden und damals war es so, dass ja so die zweite Welle des Feminismus und der Frauenbewegung in Deutschland sehr aktiv war. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ich war ja nicht dabei. Ne? Ich bin 1987 geboren, da waren die Grünen schon 7. Aber genau so, wie ich das sehe im Nachhinein, war es eben so, dass ein Teil der Frauenbewegung damals in die Grünen bewusst reingegangen ist, um ihre Forderungen da umzusetzen in der Partei, die sich davon auch was versprochen haben und erhofft haben, dass eben Feminismus nochmal parlamentarisch jetzt auch eine Stimme bekommt. Und auf der anderen Seite gab es, glaube ich, in der Frauenbewegung, wie ja auch in den anderen sozialen Bewegungen rund um die Grünen, sehr viele Menschen, die kritisch geguckt haben auf die Grünen und überlegt haben, naja, ob die das wohl jetzt umsetzen, was wir hier jahrelang gefordert haben. Und die auch gerade sozusagen die Frauenbewegung als autonome Frauenbewegung sich auch verstanden haben und eben gar nichts unbedingt vielleicht auch mit Parteien zu tun haben wollten. Insofern, genau, war das so ein zwiegespaltenes Verhältnis, würde ich sagen. Und das zieht sich natürlich auch bis heute. Also wenn wir heute uns angucken, die feministischen Bewegungen, die es gibt, man kann ja auch nicht von der einen Frauenbewegung sprechen, dann gibt es viele, die, glaube ich, mit großen Hoffnungen auf die Grünen schauen und darauf, dass sie hoffentlich für die Frauen und für Gleichberechtigung und Feminismus insgesamt viel umsetzen, auch in den nächsten Jahren weiterhin. Und es gibt aber durchaus ja auch viele Frauen so in den feministischen Bewegungen, die eher kritisch bis ablehnend auf die Grünen, aber auch auf andere Parteien gucken. Genau, und die Feministinnen bei den Grünen damals haben schon mit einer Art politischen Ansage ihre Themen auch vertreten und haben, glaube ich, dazu auch dazu beigetragen, dass heute vieles in der Partei und auch gesellschaftlich sehr viel selbstverständlicher ist, als damals war. Also ich glaube, wenn die nicht damals so gekämpft hätten, dann genau sehe die Welt heute auch ganz anders aus. Und deswegen stehen heutige Generationen von Feministinnen auch auf den Schultern der Vorkämpferinnen von damals. So, und wenn man sich noch mal die Situation damals anguckt, also zum Beispiel Videos von Waltraud Schoppe, die im Bundestag dann diese Rede gehalten hat über Sexismus und wie man sieht, wie so grölende Männer auf der anderen Seite des Parlaments sitzen und das überhaupt nicht ertragen können, dass da eine Frau über Sexismus spricht. Oder wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel der Frauenanteil im Deutschen Bundestag damals nur 8% betrug, ja, dann war einfach die gesellschaftliche Debatte damals wo ganz anders. Und deswegen war es, glaube ich, schon extrem wichtig, dass die Frauen damals auch so mit ihren Forderungen vorangeprescht sind. Und wenn man auf das alte Grundsatzprogramm noch mal guckt bei den Grünen, 1980 ist es ja verfasst worden, da waren die Grundwerte ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei, also erkennbar nicht feministisch oder gleichberechtigt. Und das ist vielleicht auch, würde ich sagen, eine Kontinuität bis heute, dass Feministinnen innerparteilich oft die Aufgabe verspüren, sozusagen ja, dieses Thema überhaupt erstmal bei den Grünen ins Zentrum zu rücken, ja, und darauf hinzuweisen, dass Feminismus eine ganz wichtige Wurzel ist. Denn das ist sie, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass die erste richtig, richtig große Wegmarke für die Grünen 1986 war. Das war das Jahr, in dem die Grünen das Frauenstatut in die Satzung aufgenommen haben. Es gab davor Debatten innerhalb der Partei, auch innerhalb der Bundestagsfraktion über Sexismus und Machtverteilung zwischen Männern und Frauen, auch in der Politik. Und damals haben sich die Frauen bei den Grünen zusammengetan und gesagt, wir brauchen jetzt eine strukturelle Verankerung des Grundsatzes, dass Macht zwischen Männern und Frauen geteilt werden muss. Dazu gehört natürlich die Frauenquote. Und zu diesem Frauenstatut gehören eben noch weitere Regelungen, die auch bis heute wichtig sind für die Frauen in der Partei. Der Frauenrat, die Frauenkonferenz, die Frauenreferentin, das Frauenveto, Frauenvotum, also alles ganz wichtige Instrumente. Man kann sagen, ohne dieses Frauenstatut wären auch die Grünen eine ganz, ganz andere Partei. Genau, dann kam 1987 das sogenannte Müttermanifest. Das Müttermanifest war ein Text von Frauen innerhalb der Grünen Partei, die dafür angetreten sind, dass Mütter mehr wertgeschätzt werden, dass anerkannt wird, was sie für eine Leistung haben. Die Antwort darauf hat eben sozusagen den Anspruch formuliert, dass die Gesellschaft grundsätzlich geändert werden muss. Und dass so die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen beendet werden muss.
Und das ist so ein Strang der Debatte, der sich bis heute durchzieht. Dann kam ja die Bundesregierungszeit, also ab 1998. Und da finde ich vor allen Dingen im Nachhinein spannend zu sehen, dass in der grünen Geschichtsschreibung die frauenpolitischen Errungenschaften eigentlich gar nicht vorkommen. Ja, also wir reden immer über das Erneuerbare Energiengesetz, über den Atomausstieg, über vielleicht noch sozusagen das Lebenspartnerschaftsgesetz oder die Staatsbürgerschaftsthemen. Aber wir reden eigentlich ganz, ganz wenig über das, was da feministisch vorangebracht wurde. Aber in der rot-grünen Regierungszeit wurde eben das Prostitutionsgesetz verabschiedet, was gesellschaftlich, glaube ich, ein großer Schritt war und was auch bei den Grünen und auch in der feministischen Bewegung nach wie vor total umstritten ist. Und es wurde das Gewaltschutzgesetz verabschiedet und auch dieses ganze Thema Kampf gegen Gewalt war für die Grünen schon immer total zentral und ist ja auch weiterhin in der feministischen Debatte total wichtig. Und dann würde ich vielleicht noch so in der neueren Zeit jetzt noch mal drei Punkte sehen, die die Grünen, glaube ich, geprägt haben. Das eine ist die Silvesternacht in Köln 2015-2016, da gab es ja massenhaft irgendwie sexualisierte Gewalt gegen Frauen und danach eine total rassistische Debatte. Und die Grünen sind damals überhaupt nicht auf diesen Kurs natürlich eingeschlagen, sondern haben im Grunde genommen eine ganz andere Form von Feminismus vertreten, nämlich eine Form, die sowohl gegen Sexismus als auch gegen Rassismus kämpft. Dann kam 2016 Trump, der Präsident wurde, wo, glaube ich, noch mal klar geworden ist, dass nichts im Feminismus irgendwie selbstverständlich ist und dass kein Erfolg, der mal erzielt wurde, einfach für immer da bleibt, sondern dass man immer weiter auch für all diese Errungenschaften kämpfen muss. Auf der einen Seite ist natürlich so, dass damals, als die Grünen gegründet wurden, 1980, die Einflüsse von außen schon sehr stark waren. Ja? Und zum Beispiel so Themen wie die Abschaffung des Paragraphen 218, ja? Oder das Recht auf legale Schwangerschaftsabbrüche. Das war einfach total in der Debatte damals. Und es gab ja schon irgendwie Anfang der 70er diesen Sterntitel mit Alice Schwarzer und anderen mit dem Titel Wir haben abgetrieben. So. Das heißt, das war so zum Beispiel ein gesellschaftliches Thema, was total gekocht hat. Ja? Und was die Grünen dann aufgenommen haben und in die parlamentarische Debatte oder auch in die politische Debatte eingebracht haben. Das heißt, die Grünen waren nie losgelöst von dem, was so in der Zivilgesellschaft los war, sondern waren da, glaube ich, immer auch sehr offen, gerade für die feministische Zivilgesellschaft, aber auch was ökologische Bewegungen anging oder friedenspolitische. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass schon die Grünen die Gesellschaft sehr, sehr stark geprägt haben, gerade im feministischen Bereich. Natürlich ist es schon irgendwie so, dass die Grünen das Thema Repräsentanz von Frauen, ja, und Besetzung von Spitzenpositionen mit Frauen auch in die gesellschaftliche Debatte eingebracht haben. So, und wenn man sich nochmal so diese Kurven anguckt, wie der Frauenanteil in den Parlamenten gestiegen ist, nachdem die Grünen in die Parlamente eingezogen sind, dann finde ich, kann man schon sagen, dass die Grünen die Gesellschaft ganz krass mitgeprägt haben. Und das erleben wir jetzt übrigens gerade in der Umkehr wieder, wenn man sieht, wie nach dem Einzug der AfD in den Bundestag und in die Landtage der Frauenanteil überall wieder sinkt. Also das Erste, was mir total wichtig ist, ist eben angesichts von so Menschen wie Trump, Bolsonaro, aber auch der AfD in Deutschland, dass eben die Grünen weiter dafür kämpfen, dass dieses Thema Feminismus stark bleibt, ja, und dass wir diesem antifeministischen Backlash auch was entgegensetzen. Und das geht, glaube ich, nur, indem man weiter auch proaktiv für neue Forderungen kämpft und neue Themen kämpft. Und das ist aus meiner Sicht so das Allerwichtigste für eine mögliche Regierungsbeteiligung und auch für die weitere politische Auseinandersetzung in Deutschland so. Dann finde ich, dass, wenn man jetzt nochmal auf die Gesetze guckt, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren total viel erreicht haben, was so rechtliche Gleichstellung angeht von Männern und Frauen. Und das ist aber, was so die ökonomische Gleichstellung und die materielle Gleichstellung angeht, dass wir da noch nicht besonders weit sind. Also der Unterschied zwischen im Gehalt von Männern und Frauen ist ja total offensichtlich. Das Ehegattensplitting, gerade was wir auch noch mal in der Corona-Krise gesehen haben, Frauen arbeiten eben in schlecht bezahlten Care-Berufen.
Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Rente und so weiter. So, und diese materielle Gleichstellung und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch ökonomisch, das ist, glaube ich, ein total wichtiges Thema für die nächsten Jahre. Und es ist sehr schwer, daran etwas zu ändern, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist aus meiner Sicht es wichtig, politisch sich als Grüne weiter ganz klar auch für einen intersektionalen Feminismus einzusetzen, also für einen Feminismus, der alle Menschen mitdenkt und mitmeint und eben nicht nur ganz bestimmte Frauen und andere dabei ausschließt, sondern wirklich einen Feminismus, der so die Vielfalt der Gesellschaft im Blick hat und das auch weiter stärkt.